Hallo und herzlich willkommen bei der Erlebbar. Mein Name ist Sebastian und heute würde ich gerne ein bisschen Zeit für die Kisten opfern, in denen ich die Stecklinge für unsere Obstgehölze stehen habe. Vor allem werde ich natürlich gefragt, was das für ein weißes Zeug in den Kisten ist und da will ich die Antwort auch nicht schuldig bleiben. Die Dinger heißen Perlite, ich nenne es immer Gesteinspopcorn und das schauen wir uns gleich mal genauer an. So eine Kiste einzurichten ist wahrlich einfach. Ich verwende dazu ein formschönes Modell eines schwedischen Einrichtungshauses, besagte Perlite und Leitungswasser. Das ist im Grunde schon alles. Das Gesteinspopcorn schütte ich ganz einfach in diese Kiste rein. Pi mal Daumen schätze ich ungefähr 5 bis 7 Liter werden das sein. Ich prüfe den Füllstand hinterher einfach an der Seite. Die Kisten mache ich ungefähr halb voll. So, dann schauen wir uns das Granulat jetzt mal ein bisschen genauer an. Meine bauaffinen Gartennachbarn, als die das erste Mal gesehen, da rief der eine gleich, das ist doch Schüttung. Ja genau, das Zeug benutzt man auch, um Böden auszugleichen, beispielsweise wenn man Laminat legt oder auch als Dämmstoff. Lässt sich aber auch clever im Garten benutzen. Das Zeug ist ein sehr guter Wasserspeicher. Die Körnchen selbst sind sehr stabil. Das heißt, der Boden fällt nicht in sich zusammen, der ist dadurch gut durchlüftet und auch total locker. Außerdem sind die Steinchen selber erstmal nährstofflos. Und an der Stelle muss ich jetzt leider ein Versprechen brechen. Eigentlich habe ich ja vor, hier nur über Sachen zu quatschen, die ich auch selber erlebt und empirisch mehr oder weniger gut ausprobiert habe. Das geht bei den Perliten natürlich an irgendeiner Stelle nicht mehr, weil ich keinen eigenen Vulkan betreibe. Ursprünglich sind die Perlite nämlich Vulkangestein und die werden auf über 1000 Grad erhitzt und die poppen dann sozusagen auf, deshalb benutze ich auch das Wort Gesteinspopcorn. Und durch dieses Aufplatzen, Aufpoppen bekommen die halt eine sehr große Oberfläche und deshalb funktionieren die auch so gut als Wasserspeicher. So, und wenn diese Dinger jetzt ein so guter Wasserspeicher sind, keine Nährstoffe beinhalten und einen lockeren Boden machen, dann sind die sehr gut geeignet, um darin Stecklinge zu vermehren. Für die Stecklingsvermehrung soll der Boden feucht sein, aber nicht nass, machen die Perlite. Der Boden soll möglichst keine Nährstoffe haben, um die Pflanzen zum Wurzelwachstum anzuregen. Passt genauso mit den Perliten. Und letztens ist der Boden locker und durchlüftet, sodass die Pflanzen gut Wurzeln bilden können. Wie gesagt, der Abbau und die Herstellung der Perlite sind für mich natürlich auch nur theoretisches Wissen, aber bei der Stecklingsvermehrung habe ich mit dem Zeug inzwischen wirklich gute Erfahrungen gemacht. Außerdem kann man die benutzten Perlite hinterher auch problemlos weiter im Garten verwenden. Ich pflanze beispielsweise die frisch bewurzelten Stecklinge hinterher in eine Mischung aus Erde und Perliten. Weitere Details über Obsidiane und Volumengewicht von Perliten erspare ich dir jetzt, weil ich es wie gesagt selber empirisch nicht weiß und ich habe auch keinen Bock, das irgendwo beim Hersteller oder aus dem Internet abzuschreiben. Wenn dich das Thema weiter interessiert, dann suchst du einfach mal nach Bodenzuschlagsstoffen oder nach Bodenhilfsstoffen. Zurück zu unserer Vermehrungskiste. Wie du gesehen hast, sind die Perlite im trockenen Zustand noch total staubig. Ich gebe jetzt mal einen Liter Wasser dazu. Das reicht meiner Erfahrung nach für eine solche Kiste. Die Perlite saugen das Wasser sofort auf, sind weniger staubig und lassen sich jetzt auch besser verarbeiten. Ich nehme dazu frisches Leitungswasser, kein Regenwasser oder so, weil hinterher kommt hier ein Deckel drauf. Diese Kiste wird wie ein Treibhaus und wenn du so willst, wie ein abgeschlossenes System. Da macht es natürlich Sinn, sauberes Wasser zu verwenden, wo keine Keime oder Pilze oder sonst irgendwelche Verunreinigungen drin sind. Normalerweise würde ich mit meinen Dreckflossen natürlich nicht in dieser Perlitmasse herumrühren. Unsere Hände sind ja naturgemäß totale Keimschleudern und eigentlich möchte ich natürlich, dass es hier drin im künftigen Treibhaus so sauber wie möglich ist. So, weiter geht's. Jetzt kommen die eigentlichen Protagonisten ins Spiel. Die Stecklinge stecke ich ganz einfach in die Perlitmasse rein. Wenn alle Stecklinge drin sind, kommt der Deckel drauf und ich stelle die Kiste einfach beiseite. Und dann heißt es warten.
Zwischendurch sollten diese Kisten immer wieder gelüftet und überprüft werden. Also einfach mal reinschauen, vertrocknete, abgefallene Pflanzenteile aussortieren und abwarten. Lüften, kontrollieren, abgestorbene Pflanzenteile rausholen und abwarten. Bis irgendwann die Pflanzen, oh Wunderwerk der Natur, neue Wurzeln gebildet haben. Das erkennst du oben daran, dass die Pflanze neue, frische, grüne Blätter austreibt. Und unten nutzen wir noch einen Vorteil von durchsichtigen Plastikkisten. Können wir nämlich einfach drunter schauen, ob da schon ausreichend Wurzeln sind. Und wenn die Pflanzen dann so aussehen, dann können wir sie aus den Kisten auch rausholen, umtopfen oder einpflanzen. So, dann danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Da ich davon ausgehe, dass ich mit dieser Stecklingsvermehrung in Kisten nicht den Stein der Weisen entdeckt habe, freue ich mich natürlich über deine Korrekturen und besseren Ideen. Mehr Anleitungen zum Nach-, Selber- und Bessermachen findest du bei uns im Internet unter www.erleb-bar.de. Soweit uns das eben möglich ist, alles auf Spaßfaktor und Machbarkeit selbst getestet.